Klimawandel basiert zum größten Teil auf CO2-Emissionen aus unserem Energiesystem, Kohle, Öl, Gas. Die entscheidende Frage für uns ist also, wie bekommen wir die Energieversorgung klimaneutral? An der Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher arbeiten wir im Team gemeinsam an den verschiedensten Fragestellungen. Und wir gestalten die Energiewende in Deutschland. Ja, an der Forschungsstelle haben wir ca. 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ergänzt werden um Studierende. Zusammen beschäftigen wir uns mit energietechnischen und energiewirtschaftlichen Fragestellungen. Was genau da dahinter steckt, das sehen wir jetzt. Wie setzt sich das Energiesystem in den kommenden Jahren zusammen? Mittels eigener Modelle können wir die Zusammensetzung des Energiesystems für die kommenden Jahre prognostizieren. So zeigen wir Lösungswege auf und können aktuelle Vorgaben und Rahmenbedingungen aus der Politik schnell prüfen und deren Einfluss herausfinden. Neben den reinen Ergebnissen ist vor allem wichtig, diese sichtbar zu machen. Mit Projekten wie dem Wasserstoffatlas wollen wir allen die Möglichkeit geben, sich über Wasserstoffpotenziale in ihrer Umgebung zu informieren. Wie schaffen wir eine technisch und ökonomisch nachhaltige Netzplanung? Wir modellieren zum Beispiel digitale Zwillinge von Stromnetzen. So können wir durch die Anwendung von Simulationsprogrammen sowie KI, Machine Learning-Methoden unterschiedliche Szenarien automatisiert betrachten. Um die Energieflüsse zu optimieren, ist es wichtig, Flexibilitäten zwischen den Sektoren Verkehr, Wärme und Energie zu analysieren. Anschließend können Planungsprozesse angepasst und Technologien erschlossen werden. Was passiert, wenn die Netze den Strom nicht mehr aufnehmen können? Oder wir Energie benötigen, wenn gerade keine Sonne scheint und kein Wind weht? Die Frage der Energiespeicherung beschäftigt uns auf verschiedenen Ebenen. Wir forschen an neuen Technologien wie der Elektrolyse und der biologischen Methanisierung und bringen diese von der grundlegenden Planung bis in die Anwendung. Dabei berücksichtigen wir bereits frühzeitig die ökologischen Folgen der Technologien. Wie stellen wir bei all diesen Veränderungen weiterhin eine resiliente Energieversorgung und Systemstabilität sicher? Zunächst müssen Grundlagen entwickelt und Prototypen inselnetzfähiger Systeme gebaut werden. Dann können zukünftig kleinere Energiezellen an die Stelle von Großkraftwerken treten, welche durch intelligente Managementsysteme von Erzeugung, Verbrauch und Speicherung zur Netzstabilisierung des Gesamtsystems beitragen. Ein solcher Prototyp eines inselnetzfähigen Systems wurde aufgebaut und betrieben und dabei verschiedene Effekte untersucht. Es gibt aber auch Aufgaben und Forschungsfragen, die wir an der OTH nicht alleine lösen können. Dafür haben wir viele verschiedene Partner in der Industrie, bei anderen Forschungseinrichtungen und im öffentlichen Bereich, mit denen wir seit vielen Jahren erfolgreich gemeinsam arbeiten. Ich stehe hier neben einem Exemplar des regelbaren Ortsentransformators, an dessen Entwicklung ich während meiner Industriezeit mitarbeiten durfte und neben der konkreten Technologieentwicklung. Erstellen wir aber auch Gutachten und Studien für Bundesministerien, für die Bundesregierung, ja, und beeinflussen damit die Art und Weise, wie die Energiewende umgesetzt wird. Der Fokus unserer Forschungsstelle liegt klar auf der Durchführung von Forschungsprojekten. Wir als Hochschulprofessoren sind aber auch stark in der Lehre verankert. Ein wesentlicher Punkt ist deswegen die Verzahnung von Forschung und Lehre. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung von Simulationsmodellen aus Forschungsprojekten zu praxisnahen Veranschaulichungen von Lehrinhalten in unseren Vorlesungen. Gleichzeitig spiegeln wir Anforderungen aus unseren Forschungsprojekten an den Lernzielen unserer Vorlesung und entwickeln diese so stetig weiter. Durch die Kopplung von Forschung und Lehre versuchen wir, unsere Studierenden bestmöglich für ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Seit 2008 entwickle ich mit meinem Team das Konzept Power to Gas, was wir erfunden haben. Unter anderem ist es gemündet in dem Orbit-Projekt, was auch der Grundstein ist für die VDI-Norm Power to X. Und all das Wissen, was wir über jahrzehntelange Forschung zu Speichern zusammengetragen haben, habe ich mit meinem Kollegen Ingo Stadler und vielen anderen Autoren in dem Buch Energiespeicher in Springer Nature für alle zugänglich veröffentlicht. Und dieses Know-how trage ich auch in die Bundesregierung, unter anderem als Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates.
Wir brauchen erneuerbaren Strom und Wasserstoff für unsere Versorgungssicherheit, für die Klimaneutralität und die Preisstabilität. Wir zeigen auch, wie es abgeht in Deutschland mit Wasserstoff, was sich da alles tut. Das ist schön hier, ne? Ja. Neben dem engen Kontakt in die Wirtschaftscommunity ist es uns wichtig, dass relevante Erkenntnisse mit allen geteilt werden. Ich habe einen Gast, Professor Oliver Brückel von der Ostbayerischen Technischen Hochschule. Also das Hauptproblem scheint ja für viele Menschen zu sein, die Energiewende kommt und der Strom wird immer teurer. Wir müssen investieren, vorinvestieren in die Erzeugungs-, in eine neue Erzeugungsinfrastruktur für die Energiewende. Ich denke, wir haben vergessen, die Öffentlichkeit aufzuklären. Der Energiewende fehlt nach meinem Dafürhalten ein Marketingkonzept. Danke. Neben unseren Netzwerkpartnern ist vor allem unser Team einer der Erfolgsfaktoren. Wir legen Wert auf ein kollegiales, produktives und harmonisches Miteinander und machen Exkursionen, Sommerfeste und Weihnachtsfeiern. Ja, also ich finde das Team wirklich hervorragend. Es sind super viele nette Leute dabei. Also ich bringe auch immer wieder gerne Kuchen mit. Es sind echt unheimlich viele unterschiedliche Sachen, die man hier machen kann. Es sind unheimlich viele spannende Themen und man wird hier ein bisschen zum Allrounder, würde ich sagen. Das gute Teamgefühl sieht man auch an der Beständigkeit unserer Kontakte zu unseren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Mit vielen haben wir heute noch ein freundschaftliches Verhältnis. Teilweise arbeiten wir sogar an den gleichen Forschungsprojekten. Das Finest-Team war super nett, hat mich toll aufgenommen. Ich kam ja vorher aus einer Wirtschaftstätigkeit und habe dort relativ schnell auch Anschluss gefunden und mit den Kollegen die super verstanden. Es ist ein super lockeres Team, quer durch alle Altersschichten, vom Veganer bis hin zum Fleischesser, alles dabei. Lockere Runde, da ist jeder willkommen. Seid ihr interessiert an verschiedenen Aufgabenstellungen aus der Energietechnik, Informatik, Verfahrenstechnik und Nachhaltigkeit? Wollt ihr auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende leisten? Dann kommt an die OTH Regensburg zu uns an die Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher.